Zeuge Kurt Leischau, Ingenieur, 43 Jahre alt, 67. Verhandlungstag, 17.07.1964. Zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Sie sind also von Breslau nach Auschwitz gekommen. Und das war ungefähr wann? Ende 40. Ende 40 oder im August 40? Es kann August gewesen sein. Ich habe Sie nicht verstanden. Es kann August gewesen sein. Es kann August gewesen sein. Also ab August bis zum Ende des Jahres hin. Sie wissen es nicht mehr genau. Und wann sind Sie dort wieder weggekommen? Im späten Frühjahr 1944. Ja, Sie haben einmal gemeint im Juni. Und heute sagen Sie spätes Frühjahr 1944, ja? Jawohl. Sie waren also knapp 4 Jahre dort. Ja. Warum sind Sie weggekommen? Ich habe mich freiwillig weggemeldet. Sie haben sich freiwillig weggemeldet. Was ist Ihnen denn auf diese freiwillige Meldung gesagt worden? Ich habe es vorher schon mal versucht. Da habe ich von dem damaligen Kommandanten Höss einen Verweis bekommen. Das ist nicht möglich. Dann habe ich von anderen Kollegen dort erfahren, wenn man sich zu einer Führerschule meldet, dann kommt man weg, dann kommt man zum Fronteinsatz. Und das habe ich auch getan. Sie haben sich also zur Junkerschule gemeldet und sind auf diese Art und Weise gewissermaßen zur Frontbewährung an die Front gekommen, nicht? Obwohl Sie ja an für sich schon sich an der Front bewährt hatten und waren ja schon schwer verwundet. Ja, aber es war nur die einzige Möglichkeit, wegzukommen. Ja. Und auf diese Art und Weise sind Sie dann, wie Sie eben sagten, im späten Frühjahr 1944 wieder zur kämpfenden Truppe gekommen. Und zwar wohin? Nach Warschau. Nach Warschau? Zum Ersatzbataillon meiner früheren Einheit. Und von dort aus? Zum Fronteinsatz? Von Warschau, nein. Dann kam später der Aufstand in Warschau. Einsätze vor Warschau. Dann kam der Aufstand in Warschau dazu und von dort bin ich dann zurückgekommen zum Ersatzbataillon. Wurde das Bataillon verlegt an die Oder-Neiße, ich weiß den Ort nicht mehr genau. Ja. Und dann? Von dort sind wir in Ungarn eingesetzt worden. Ja. Da wurde ich dort zur Marschkompanie versetzt. Nach Ungarn wurde die Einheit nach Ungarn verlegt. Ja. Bin dort in Ungarn wieder verwundet worden. Ja. Und bin von dort nach Hamburg ins Lazarett gekommen. Ja. Erst in Dinkelsbühl und von dort nach Hamburg ins Lazarett, ins Heimatlazarett. Ja. Nun, welchen Dienstgrad hatten Sie? Unter Scharführer. Und zwar, als Sie nach Auschwitz kamen? Rottenführer. Waren Sie Rottenführer? Das war im Jahr 1940. Jawohl. Und wann sind Sie zum Unterscharführer befördert worden? Am 30. April 1942. Ja. Vielleicht war es der 20. April. Entschuldigung, der 20. April. Also 1942 sind Sie Unterscharführer geworden und sind dann, eben, wie Sie uns eben erzählt haben, bis 1944 dort geblieben. Ja. Was hatten Sie denn dort für eine Aufgabe? Ich war dort zunächst erst bei der Bewachungsmannschaft. Bei der Wachkompanie. Bei der Wachkompanie. Wer war denn da Ihr Kompaniechef? Das weiß ich nicht mehr. Wissen nicht mehr. Ja, das und? Weiß ich nicht mehr. Und wurden dann von dort mit mehreren Mann zum Schutzlager versetzt. Ja. Unter dem damaligen Schutzhaftlager für Fritsche. Fritsche. Und wer war damals Kommandant? Höss. Höss. Und wer war damals Adjutant? Kramer. Kramer. Und was für Aufgaben hatten Sie nun im Lager, nachdem Sie vom Schutzhaftlagerführer ins Lager versetzt worden waren? Ich war zunächst Blockführer und später Kommandoführer. Blockführer. Und bei welchen Blocks waren Sie Blockführer? Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Es war, wenn man vor der Küche stand, vom Appellplatz der erste Block vorne rechts. Da waren noch nicht die neuen Blöcke gebaut. Und
später waren Sie Kommandoführer. Kommandoführer. Und was war das für ein Kommando? Abbruchkommando 2. Abbruch? Abbruchkommando 2. Was war das für ein Kommando? Was hatten Sie genau? Das waren, die wissen, die evakuierten Häuser der Polen nieder. Aha. Und welche Häftlinge befanden sich denn in den Blocks, in denen Sie Blockführer waren? Ausschließlich Polen. Und zwar ausschließlich politische Häftlinge? Hatten politische, die einen roten, ja, die Polen, Polen waren durchweg politisch. Politische Häftlinge. Ja, und hatten Sie außer dem roten Winkel noch eine besondere Bezeichnung? Nein. Nicht noch ein P? Nein. Nur einen roten Winkel? Roten Winkel. Nun, Herr Zeuge, in dieser Zeit hatten Sie ja vielleicht Gelegenheit, auch andere Abteilungen kennenzulernen. Haben Sie auch die politische Abteilung kennengelernt? Nicht direkt. Was verstehen Sie darunter und wie haben Sie sie indirekt kennengelernt? Die politische Abteilung war eine selbstständige Abteilung für sich, zu der kaum von den anderen SS-Angehörigen welche hineinkamen. Wie das letzte? War eine Abteilung für sich? Eine geschlossene Abteilung für sich. Und wie ging es dann weiter? Es waren auch viele dieser Angehörigen, wir trugen den Totenkopf auf einem Spiegel, die hatten zum Teil gar keine Embleme auf ihren, oder Zeichen auf ihren Spiegeln. Aha. Nun, was hatte denn die politische Abteilung für eine Aufgabe? Die politische Abteilung war grundsätzlich erstmal da, um die Aufnahmen aufzunehmen. Ja. Und die Abgänge. Alle Aufnahmen gingen über die politische Abteilung, alle Abgänge kamen von der politischen Abteilung. Ja. Und was hatten Sie weiter für? Außerdem Strafen, höhere Strafen, kamen auch über die politische Abteilung. Was verstehe ich A unter höheren Strafen? Meinetwegen längere Haftstrafen. Längere Haftstrafen, die kamen über die politische Abteilung. Über die politische Abteilung. Was soll das heißen? Wie soll ich das verstehen? Sie kamen über die politische Abteilung? Sie wurden von der politischen Abteilung an die Lagerführung angewiesen. Wissen Sie, ob Sie auch von der politischen Abteilung verhängt wurden? Das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Und in welcher Form wurde denn diese Anweisung herausgegeben? War das ein mündlicher Befehl oder nein, was? Nein, es waren schriftliche Befehle. Und was stand haben Sie als Blockführer auch solche schriftlichen Befehle bekommen? Nein, die gingen über die Rapportführung. Lagerführung, Rapportführung. Lagerführer, Rapportführung, Sie selbst haben sie nicht bekommen? Nein. Als Blockführer. Nun, wissen Sie etwas darüber, ich meine, sind Sie belehrt worden, wie Sie in das Lager kamen, wie Sie sich mit Häftlingen zu befassen hatten? Das sind wir. Ja, und was ist Ihnen da gesagt worden? Und zwar durch den damaligen Lagerkommandanten Höss. Höss. Und was hat er Ihnen gesagt? Es wurde uns eine weiche Welle demonstriert. Schlagen der Häftlinge und so weiter war offiziell verboten. Ja. Was hat er Ihnen weiterhin gesagt? Es wurde uns dann gesagt, dass der größte Teil der Häftlinge, zum Beispiel die mit dem grünen Winkel, alle Schwerverbrecher wären, die mit roten Winkeln politische Gegner des nationalsozialistischen Systems, mit schwarzen Winkeln Arbeitsscheue, die keine Lust zum Arbeiten haben, Zuhälter wären und so weiter und so weiter. Ja. Nun, wie war es denn, durften Sie denn Häftlinge auch töten? Es war an und für sich verboten. Ist Ihnen das gesagt worden? Ja. Mussten Sie insofern auch etwas unterschreiben? Daran erinnere ich mich nicht mehr. Mussten Sie ein Revers unterschreiben, wo etwa drauf stand, das Leben der Häftlinge oder über das Leben der Häftlinge verfügt allein der Führer? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nicht mehr erinnern. Nun, ist Ihnen etwas gesagt worden, warum die Häftlinge dort in dem Lager untergebracht waren? Sie waren zum Schutze des Reiches dort untergebracht.
Und zwar entsprechend ihrer Wertung, nämlich als Kriminelle, ja, als politische Gegner. Jawohl. Waren auch rassische Gegner oder rassische Häftlinge dort, die aus rassischen Gründen dort untergebracht waren? Es waren Pastoren dort. Pastoren? Pastoren, es waren Juden nachher da. Juden. Aber ich möchte sagen, wie die Juden kamen, dann war es sowieso alles nur noch ein Durcheinander. Seit die vorhergemachten Aussagen beziehen sich mehr auf die erste Zeit. Auf die erste Zeit. Ab wann kamen denn die Juden? Es waren schon Juden da, wie ich hinkam. Ja, aber Sie haben aber doch eben gesagt, verhältnismäßig wenig ist. Als die Juden kamen, ging alles durcheinander. Ja. Also müssen Sie doch einen bestimmten Zeitabschnitt im Auge gehabt haben. Ich möchte sagen, das war mit dem Beginn der größeren Transporte. Der Ungarn-Transporte? Nein, ich glaube, das war wohl die letzte Zeit, die Ungarn-Transporte. Ja. Da war ich nicht mehr da. Da waren Sie nicht mehr da. Nein. Also, wann ungefähr begannen nach Ihrer Meinung die größeren Transporte? Möchte ich sagen, mit Beginn des Russlandfeldzuges. Mit Beginn des Russlandfeldzuges. Oder unmittelbar danach. Ja. Nun, wie war es denn, wenn ein Häftling irgendetwas oder sich in irgendeiner Weise gegen die Lagerordnung, hatten Sie eine Lagerordnung dort? Es bestand eine, ja. Ja. Haben Sie die einmal gesehen? Oder wenigstens verlesen bekommen? Nein. Oder? Es wurde Transporten, die dort eintrafen, ja, im Anfang zumindest, wurden die Transporte auf dem Appellplatz aufgestellt. Es wurde über einen Dolmetscher die Lagerordnung bekannt gegeben. Ja. Und was? Dass die Anwesenheit in diesem Lager eine Erziehungsmethode sein soll, sollten wieder zu ordentlichen Menschen erzogen werden, um dann später wieder entlassen werden zu können. Das war aber nur, möchte ich sagen, bis zum Russlandfeldzuge. Also bis zum Juni 1941? Ja. Etwa in dem Zeitraum. Ja. Und was geschah dann? Dann wurde das nicht mehr verlesen. Nachher nicht mehr. Nein. Also jedenfalls, als Sie hinkamen, war offiziell dieses Lager als ein sogenanntes Erziehungslager gedacht. Es war Ihnen, wie Sie vorhin sich wörtlich ausgedrückt hatten, eine weiche Welle von dem Kommandanten vorgeschrieben. Und so, insbesondere war das Schlagen verboten, selbstverständlich dann auch das Töten von Häftlingen. Ja. Was mussten Sie nun machen, wenn sich ein Häftling gegen die Lagerordnung vergangen hat? Es begab eine Möglichkeit, wenn sich ein Häftling vergangen hat, eine Meldung zu schreiben. Ja. In der man aufführen musste, was dieser Häftling angeblich angestellt haben soll. War das auch nur in der Zeit bis zu Beginn des Russlandfeldzugs? Ich möchte sagen, das war die ganze Zeit. Das war die ganze Zeit. Das war die ganze Zeit, aber diese Meldungen wurden wohl nur mehr oder weniger auf deutsche Häftlinge, Kapus und so weiter angewandt. Ja, das heißt also, die Bestimmung war nicht aufgehoben worden, aber sie wurde nicht mehr gehandhabt, ja, mit Ausnahme von den deutschen Häftlingen und den Kapus. Nun, diese Kapus. Vielleicht auch noch bei polnischen Häftlingen. Vielleicht auch noch bei polnischen Häftlingen. Und was geschah denn nun auf so eine Meldung hin? Diese Meldung ging zu den Lagerführungen. Ja. Wenn es schwerwiegender war, ging sie über die Lagerführung zum Kommandanten. Ja. Wo sie dann abblieb, kann ich nicht sagen. Ja. Und was kam zurück auf so eine Meldung? Prügelstrafe, und Stehzellenhaft. Stehzellenhaft? Stehzellenhaft oder auch sonsthaft. Also Bunker. Einsitzen im Bunker. Von wann ab bestanden denn Stehzellen und was wissen Sie von den Stehzellen? Ich weiß, dass die Stehzellen im Block 13 war, gesehen habe ich keine. Block 13? Wissen Sie genau, dass Block 13 war? Ja, das war in Auschwitz der letzte Block, ganz hinten in der Ecke rechts. Sagen Sie, war das nicht etwa der Block 11? Wenn Sie mal an die Karte gehen wollen und wollen sich mal vergewissern. Das muss eine alte Nummer gewesen sein. Ja, ja, Herr Rechtsanwalt, ich. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr.
Haben Sie mal so einen Stehbunker gesehen? Nein. Nein. Waren Sie überhaupt mal in diesem Block, wie Sie sagen, 13 drin? Ich war einmal oben, es war dort ein Zimmer für die SS-Angehörigen, die dort zuständig waren, da war ich einmal drin. Ja, und was war das für ein Zimmer, zu welchem Zweck waren die da oben? Das war deren Dienstzimmer. Deren Dienstzimmer? Ja. Und was hatten die da für einen Dienst zu verrichten? Die haben ihre Wache dort gemacht. Ihre also Wache. Es war dort immer ein SS-Angehöriger anwesend. Im ersten Stock? Nicht im, unten, ja. Gleich unten, wenn man reinkam, rechts. Also in Parterre? Parterre, ja. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie nachts auch da waren. Zumindest am Tare war immer jemand. Und waren Sie dort mal zur Bewachung? Oder? Nein, ich habe dort mal einen Häftling abliefern müssen als Blockführer. Sie mussten einen abliefern? Ja. Und wem haben Sie denn den Mann abgeliefert? Ich weiß es nicht. Es waren dort mehrere Angehörige, die wechselten. Wissen Sie, wer damals der Arrestaufseher war? Ich glaube, es war der Oberscharfer Engelschall. Oberscharfer Engelschall. Engelschall, meinen Sie, wäre es gewesen. Also, der war dort auch eine Zeit im Arrestbau. Der war... Wie, waren Sie auch im Arrest? Nein, der Oberscharfer Engelschall. Engelschall. Ja, das war 1942, sagten Sie, oder wann war das? Nein, das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie das nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Haben Sie den Arrestaufseher Schlage gekannt? Dem Namen nach ja, ich weiß im Moment nicht. Ja, also Sie waren dann Blockführer und wo waren die Leute eingesetzt? Ich hatte Sie das schon mal gefragt, ich habe es nicht mehr gegenwärtig, die in Ihren Blocks lagen. Bei welchen Arbeitskommandos waren die eingesetzt? Die waren überall eingesetzt. Überall. Mhm. Die wurden von den... Häftlingsarbeitsdiensten, es waren ja Häftlinge, die die Kommandos zusammenstellten im Lager, die holten sich die Häftlinge heraus und teilten sie ein. Nun, haben Sie irgendwelche Wahrnehmungen gemacht über die Tätigkeit der politischen Abteilung, also insbesondere über die Vernehmungstechnik, die dort obwaltete? Nein, nicht einmal. Nicht einmal. Haben Sie etwas erzählt bekommen, was dort los war? Nein. Auch von Häftlingen nicht? Nein. Ich halte Ihnen vor, dass Sie bei Ihrer Vernehmung gesagt haben, in einzelnen Fällen erzählten mir Häftlinge, dass Sie selbst oder einer Ihrer Kameraden bei Vernehmungen misshandelt worden waren. Vorhalt aus Blatt 8102. Also, dass geschlagen wurde, war allgemein bekannt in der politischen Abteilung. Man das konnte es auch daran sehen, als Blockführer musste man am Tor abwechselnd Dienst tun. Ja. Wenn dann Häftlinge abgeholt wurden, die meistens zum Teil von den Angehörigen der politischen Abteilung selbst abgeholt wurden und geschlagen wieder zurückkommen, dann konnte man das sehen. Konnte man sehen, was mit ihnen los war. Haben Sie bei dass sich zumindest ihr Hinterteil festhielten oder sonst Körperteile. Haben Sie einmal erlebt, dass ein solcher Häftling nach seiner Vernehmung gestorben ist? Nein. Das haben Sie nicht erlebt. Wissen Sie, wer dort... Es waren dann meistens Häftlinge, die geschlagen wurden, wohl auch zum Arrestbau eingeliefert wurden, um für spätere Vernehmungen oder aus irgendwelchen Gründen wieder zur Verfügung waren. Mhm. Mhm. Auch auf die Blöcke entlassen wurden. Diese Leute wurden von der politischen Abteilung bestellt. Ja. Das ging an die Lagerleitung, also die Häftlingslagerleitung. Diese Leute wurden dann am Tor morgens bereitgestellt. Ja. Nun, kennen Sie noch einzelne Personen, die bei der politischen Abteilung tätig waren? Ja, es war Herr Stark, der früher auch Blockleiter war und dann zur politischen Abteilung kam. Herr Zilewski. Obersturmführer Kramer als Leiter. Kannten Sie Grabner? Grabner meine ich auch, Entschuldigung, nicht Kramer, Grabner. Ja. Kannten Sie Boger? Ja. Kannten Sie Lachmann? Ja. Was waren das für Leute, zum Beispiel Stark? Herr Stark hatte irgendwas an sich, er holte sich seine Häftlinge auch selber ab, die vernommen werden mussten.
Diese Leute mussten oft vor ihm herlaufen, wieder zurücklaufen. Er hat damals eine unheimliche Stimme gehabt, so eine kreischende, helle Stimme, die jedem Menschen Furcht einblößen musste, wenn man in der Lage war. Ja. Haben Sie auch gesehen, dass er die Leute misshandelt hat? Er hat sie gelegentlich auch mit dem Fuß getreten. Mit den Füßen getreten, wenn sie nicht schnell genug liefen? Jawohl. Und wissen Sie auch, ob er bei den Vernehmungen brutal mit den Menschen umgegangen ist? Gesehen habe ich es nicht. War er schon als Blockführer bekannt wegen seiner besonderen Härte? Er hat die Leute angeschrien. Die Stimme allein war furchterregend für die Leute, die überhaupt keinen Schutz hatten. Ja, nun, diese sind ja in Auschwitz auch Menschen vergast worden, mit Phenol umgebracht worden oder auf sonstige Weise erschossen oder auf sonstige Weise getötet worden. Was wissen Sie von den Vergasungen? Von den Vergasungen weiß ich, dass die späten Transporte, die ankamen, von anwesenden SS-Ärzten aussortiert wurden, die arbeitsfähigen Gesunden ins Lager geführt wurden, die anderen zu den Krematorien. Ja. Waren Sie selbst einmal auf der Rampe, wenn so eine Nein. Aussortierung vorkam? Nein. Nie? Nein. Ich habe es gesehen vom Schutzhaftlager aus, es war ja direkt neben den Lagern, konnte man es sehen. War das, was Sie gesehen haben, auf der Rampe in Birkenau? In Birkenau, zwischen den Lagern. In welchem Lager waren Sie denn damals tätig? Im Männerlager. Im Männerlager? Nein, das war schon später, da war ich Arbeitsdienstführer. Da waren Sie Arbeitsdienstführer. Ja. Und als Arbeitsdienstführer brauchten Sie nicht auf die Rampe nein, zu gehen? Nein. Wer war denn mit Ihnen zusammen Arbeitsdienstführer? Unterscharführer Graul. Wie hieß der? Graul. Graul? Ja. Und wer noch? War da keiner. Waren da nur zwei Arbeitsdienstführer? Waren nur zwei dort. Das bezieht sich auf eine spätere Zeit und nur auf das Lager Birkenau. Ja, ja. Nun, es waren Arbeitsdienstführer in den Außenlagern. Ja. Sagen Sie, von wann ab waren Sie ungefähr Arbeitsdienstführer? Ich war 1943, kam ich nach Birkenau als Arbeitsdienstführer. Es war, ich glaube, im Sommer. Nun, weiterhin. Sie sagten also... Sie gestatten, der Zeuge hat früher mal gesagt, er ist 42 im Sommer nach Buna gekommen. Dort war er 6 bis 9 Monate. Er sagt dann weiter, im Frühjahr 43 kam er nach Birkenau. Dort war er erst Blockführer und nach 8 Wochen, genauso seine Aussage, ja, das ist Ihre Aussage, ich würde es nur... Ja, aber Herr Richtmann, das können wir ihm doch nachher vorhalten, nicht? Wir können ja doch nicht durcheinander hier vernehmen. Also Sie sagten, Sie sind im Jahr 43 Arbeitsdienstführer in Birkenau geworden. Und wie lange waren Sie dort? Bis ich von Birkenau wegkam. Bis Sie wegkamen. Und das war, bis Sie wieder zur kämpfenden Truppe kamen, wenn ich nicht irre. 1944. Im späten Frühjahr 44. Ja? Ja, nun haben wir vorhin von dem Block 13 gesprochen, wie Sie ihn nannten, der, wie ich ihn sagen möchte, später die Nummer 11 bekommen hat. Wissen Sie, ob dort Häftlinge hingerichtet worden sind? Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß aber, dass abends oder vielmehr am anderen Morgen Wagen mit toten Häftlingen aus dem Lager befördert wurden. Aus diesem Block? Aus dem Block 13. Und wieso konnten Sie... Und zwar waren das deutsche Häftlinge, die die Waren zu den Krematorien fuhren. Deutsche Häftlinge, die die Waren zu den Krematorien fuhren. Wissen Sie noch, in welcher Zeit das ungefähr gewesen ist? Es muss... ich glaube, das waren die ersten von den ersten Russentransporten, die kamen. Ja. Wie sind diese Leute getötet worden? Knickschuss. Durch Schuss, durch Erschießung. Und wer führte denn diese Erschießung durch? Das weiß ich nicht. Waren da besondere Erschießungskommandos? Ich meine, nein, waren nicht. Nein? Ich meine, dass Oberscharführer oder damals
Sturmchauffeur Palic da mit bei war. Palic? Ja. Mit dabei war? Ja. Wissen Sie, ob diese Leute zum Tode verurteilt waren durch irgendein Standgericht oder sowas? Das weiß ich nicht. Nicht? Wissen Sie, ob etwa derartige Urteile vorgelesen worden sind, bevor diese Erschießungen vorgenommen wurden? Kann ich auch nicht sagen. Nein? Ich muss Ihnen so weit vorhalten, dass Sie bei Ihrer Vernehmung gesagt haben, soviel mir bekannt wurde, wurden im Anfang Häftlinge nur aufgrund eines offiziellen Todesurteils durch besondere Erschießungskommandos erschossen. Später wurden solche Formalien nicht mehr eingehalten. Herr Vorsitzender, es hat stattgefunden außerhalb des Lagers. Es sind außerhalb des Lagers hinter dem damaligen Theaterblock sind Erschießungen vorgenommen worden. Denen ist es offiziell vorgelesen worden. Denen ist es vorgelesen worden. Aber von dem, das waren aber nicht viele, vielleicht zwei oder drei Mal. Waren Sie da dabei? Nein. Nein. Und wieso wissen Sie, dass im Block 11 das dann anders gewesen ist? Ich weiß, Sie nehmen es an. Sie nehmen es an. Denn es waren Wagen voll manchmal. Ja, nun wäre es ja an und für sich möglich gewesen, dass die alle... Es ist, bei den anderen Kommandos sind offizielle Erschießungskommandos gewesen mit einem SS-Offizier dabei. Ja. Und hier waren keine. Hier waren keine. Und wieso wissen Sie das? Weil die nie dorthin gingen. Ja. Und wieso wissen Sie das? Man sieht ja, wenn ein Schutzhaftlager für ins Lager geht, wo er sich aufhält. Ja. Also das habe ich jedenfalls nicht erlebt, dass die dort oft hingegangen sind. Sie meinen aber, der Palic wäre daran beteiligt gewesen. Das möchte ich annehmen. Wissen Sie von anderen noch, die daran beteiligt gewesen sein können? Unter Umständen die dort Wachhabenden. Die dort Wachhabenden? Und wissen Sie auch etwas davon, dass die politische Abteilung sich daran beteiligt hat? Ich möchte beinahe annehmen, nicht. Nicht. Nun, denn solche Sachen, die überhaupt anfielen, Strafen und so weiter, wurden meiner Meinung nach und meines Wissens nie von der politischen Abteilung ausgeführt. Denn die ausgesprochenen Urteile, die dort gefällt wurden, wurden immer an die Lagerführung weitergegeben. Nun sagen Sie bitte, die Leute, die da erschossen wurden, wurde für die auch ein Totenschein ausgestellt? Ja. Und ging dieser Totenschein auch auf die Blockführerstube? Ja. Zu welchem Zweck? Auf der Blockführerstube wurde der Personalstand geführt. Ich denke, der Personalstand wurde bei der politischen Abteilung geführt. Auch in der Blockführerstube. Auch in der Blockführerstube. Auch in der Blockführerstube. In der Blockführerstube für den Lagerführer. Es wurde abends verglichen. Der Rapportführer war eigentlich für die Lagerstärke verantwortlich. Ja. Er machte ja jeden Abend den Appell. Ja. Die Blockführerstube war dafür verantwortlich, wenn Arbeitskommandos aus dem Lager herausgingen, die zu zählen, die Kommandos einzutragen, was herausgegangen war, wie viele Häftlinge. Und einzelne Häftlinge, die das Lager verließen, innerhalb der Postenkette, um irgendwo hinzugehen, die wurden nummermäßig festgehalten und wurden wieder zurückgestrichen, wenn sie abends oder nach ihrer verrichteten Arbeit wieder zurückkehrten, mussten die ausgestrichen werden. Und das wurde abends verglichen, ob alle Häftlinge ins Lager zurückkamen. Ja. Fehlte beim Appell einer, wurde vor und nach gefragt, ist er draußen oder ist er drin? Ja. Sagen Sie bitte, Sie nannten uns vorhin den Namen Engelschall. Wo war der Engelschall beschäftigt? Engelschall war zunächst einmal, hatte das Kommando Lager Elektriker, ja. War für die Elektrik des Lagers verantwortlich und kam später zum Bunker. Er kam später zum Bunker. Was heißt später? Wissen Sie etwa noch wann? Das weiß ich nicht. Waren Sie da schon in Birkenau? Ich meine ja. Also das wäre gewesen nach 43 oder im Jahr 43? Ja. Ja? Wissen Sie, wie lange er... Nein, 42 müsste das gewesen sein. Sie sagten vorhin, wenn ich mich nicht irre, Sie wurden 43 Arbeitsdienstführer in Birkenau. Herr Vorsitzender, ich war ja zwischendurch in Buna. Ja. 41 bin ich von Auschwitz weggekommen, nach dem Russlandfeld, so wie der begonnen hatte. Ja. Da bin ich nach Buna gekommen, war die Zwischenzeit ja in Buna und kam 43 dann nach Birkenau zurück, nicht wieder nach Auschwitz. Ja. Das heißt also, wenn Sie in Auschwitz waren, als der Engelschall dort im Bunker war, ja.
müsste es nach meinem Dafürhalten im Jahr 43 gewesen sein. Wir hatten auch Häftlinge, die von Buna ins Stammlager zurückkamen, ja. Zum Beispiel Kranke, ja. Die hatten wir zu überführen und zu bewachen. Ja. Und dabei kam man ja ins Lager hin. Ja. Und haben Sie dabei auch festgestellt, dass der Engelschall im Bunker war? Da war er im Bunker. Ja. Also Sie meinen, es wäre schon vor 43 gewesen? Ich glaube ja. Sie glauben ja. Und war er dort Blockführer oder Restaufseher? Ja, sie nannten sich Blockführer und waren zu gleicher Zeit, also sie waren für den ganzen Block zuständig und ja. Zu gleicher Zeit eben auch Aufseher. Ja. Sie nannten sich auch Blockführer. Haben Sie eine Ahnung, wie lange er dort gewesen ist ungefähr? Nein. Ich meine, so lange wie ich überhaupt da war und das erinnern kann, war er immer da. Bis zum Schluss vielleicht sogar. So viel es in Ihrer Erinnerung steht, wäre sogar bis zum Schluss da. Also nachdem er als Elektriker abgelöst war, bis zum Schluss da. Ja. Also er hat uns hier gesagt, um Ihnen das gleich hier klar zu machen, er hat uns gesagt, er hätte auf Befehl von dem Lagerkommandanten Höss abgelöst werden sollen als Elektriker und hätte Blockführer im Bunker werden sollen. Er wäre aber nur einige Male dorthin gegangen, hätte im Übrigen aber seine elektrischen Arbeiten weitergemacht und sei dann auf besonderes Betreiben eines bekannten Sturmführers oder Obersturmführers, wäre er wieder zum Elektriker eingesetzt worden und hätte nicht im Bunker tätig zu sein brauchen. Er wäre also nie im Bunker gewesen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er wieder Elektriker geworden ist. Mhm. Ja, wissen Sie, ob der Engelschall auch die Lagerfeuerwehr organisiert hat? Ich meine ja. Ja? Ich meine ja. Hm. Das waren, glaube ich, alles polnische Häftlinge, ne? Ja, das weiß ich so im Ganzen nicht. Ja, ich glaube ja, dass er da irgendwie mit dran beteiligt war. Nun, sagen Sie bitte... Können Sie sich noch erinnern, wann die erste Vergasung in dem Lager durchgeführt worden ist? Ich glaube, die erste Vergasung war ein Transport russischer Kriegsgefangener. Wissen Sie noch, wann das war? Ja, das muss gleich nach dem Russlandfeldzug gewesen sein. Dort kamen dort Transporte, kleine und größere Transporte an, die zum Teil ins Lager kamen und auch gleich ins Krematorium in Auschwitz. Und wissen Sie, wo diese Vergasung durchgeführt wurde? Im kleinen Krematorium in Auschwitz. Können Sie sich auch an eine Vergasung erinnern, die in dem Block, den Sie mit 13 genannt haben und den wir mit Block 11 bezeichnen, dass dort auch eine Vergasung durchgeführt worden ist? Wüsste ich nicht. Nein? Vorhalt aus Blatt 8104. Sie haben... Einmal ausgesagt, die erste Vergasung von Häftlingen wurde im Herbst 1941 im Block 11 durchgeführt. Es handelt sich dabei um russische Kriegsgefangene, und zwar um einen kleinen Transport, der unmittelbar nach seinem Eintreffen in den Block 11 gebracht wurde. Ich meine, dass es im Krematorium war. Sie meinen, es wäre das Krematorium gewesen. Wie kam es wohl, dass Sie damals das bei dem Staatsanwalt Vogel in Hamburg so ausgesagt. Herr Vorsitzender, ich hatte einen sehr guten Freund, den auch hier inzwischen leider verstorbenen Zeugen Knut Siebenlist. Ja. Mit diesem Mann habe ich sehr viel über die Geschichte gesprochen. Ist möglich, dass ich dadurch irgendwie beeinflusst war? Sie wissen es nicht mehr, aber Sie glauben, sich heute erinnern zu können, dass es im Krematorium war. Ja. Es war ein nicht allzu großer Transport. Das Krematorium war ohnehin nicht allzu groß. Wissen Sie, wer damals die Vergasung vorgenommen hat, wer insbesondere das Gas da hereingeworfen hat? Das Gas waren irgendwelche Leute von den Sanitätern. Von Sanitätern. Mhm. Wer es war, wissen Sie nicht mehr. Namen? Nein. Nun, sagen Sie bitte weiter, können Sie sich entsinnen, dass da auch ein reichsdeutscher Häftling dabei war, bei dieser Vergasung?
Es wurde erzählt, es ist mal ein Häftling dort gewesen, der einen Arm hatte, ja, der in ein anderes Lager verschickt werden sollte. Ja. Und dann wurde erzählt, er ist vergast worden, er ist gar nicht weggekommen. Wissen Sie, ob man damals den Namen Sikorski nannte? Ich glaube, so hieß er. Ja. Es sind mehrere Kapus weggekommen, die in irgendwelche Lager plötzlich verschickt wurden. Ja. Und ein einarmiger Häftling, der ein großes Kommando geführt hatte, der soll vergast worden sein. Ja. Also Sie haben bei Ihrer Vernehmung zwei Vergasungen geschildert, nämlich eine im Herbst 41 im Block 11, was ich Ihnen eben vorgehalten habe. Und dann haben Sie weiter gesagt, später wurden die Vergasungen im alten Krematorium beim Stammlager 1 durchgeführt. Ich habe auch damals niemals zugesehen. Also Sie wollen heute sich dahin aussagen, dass Sie von der Vergasung Block 11 nichts mehr wissen. Nein. Und glauben, dass diese Vergasung im alten Krematorium die erste gewesen sei, die Ihnen bekannt geworden ist. Ja, wissen Sie noch, ob diese russischen Kriegsgefangenen erst im Lager aufgenommen worden waren? Nein, die sind direkt ins alte Krematorium gekommen. Ja. Da mussten Sie ja gar nicht ins Lager hinein. Nein. Nein. Sind außerhalb des Lagers. Die Leute sind auf der Straße vorm Lager nackt im Laufschritt vorbeigeführt worden. Ja. Und sind dann sofort ins Krematorium gekommen. Ja. Ist Ihnen da etwas Besonderes aufgefallen dabei? Also haben Sie die Leute gesehen, die dahin geführt worden sind? Ja. Ist Ihnen da etwas aufgefallen dabei? Dass sie im Laufschritt und nackt und die nackt, dass sie bereits alle entkleidet waren. Ja. Wieso kamen Sie damals dazu? Hatten Sie da irgendwas zu tun dabei? Bewachung oder so? Nein, die mussten direkt vom Lager vorbei. Sie mussten, und Sie haben es vom Lager aus gesehen? Ja. Ja. Sie sagten, der Adjutant wäre seinerzeit Kramer gewesen, ja? Ja. Wir können sich entsinnen, dass diesem Adjutanten ein anderer gefolgt ist? Ja. Nämlich wer? Es war ein ehemaliger Unterscharführer, der Untersturmführer wurde. Ja, war das vielleicht Schindler? Nein, es war davor, war noch ein anderer, ein Jüngerer. Noch ein Später Jünger. War es Schindler. Schindler. Und wie lange war Schindler dort? Oder ich weiß es nicht. Ich meine, dass der Obersturmführer Kramer oder dann später Hauptsturmführer Kramer kam zurück, wurde in Birkenau Schutzhaftlagerführer, ja, und dass er dann Schindler mit dazu bekam. Ja. Er war jedenfalls später in Birkenau. Und wer hat den Schindler abgelöst? Ist Ihnen der Name Mulka ein Begriff? Nein. Nur aus der Presse. Nur aus der Presse. Aber damals aus Ihrer Auschwitz-Zeit nicht? Nein. Nein. Nun, sagen Sie, wissen Sie zufällig, wer die Fahrbefehle ausgestellt hat für die Fahrbereitschaft? Wahrscheinlich der Leiter der Fahrbereitschaft. Ja, und wer war das? Das war ein Oberscharführer. Ich weiß den Namen nicht. Wiegand? Wiegand, ja. Ja? Sie meinen wahrscheinlich, das heißt, haben Sie sich noch keinen ausstellen lassen? Keinen Farbenfehl? Nein. Ja. Nun, in Ihrer Zeit war zunächst der Rapportführer Palic, ja, von dem Sie uns ja schon erzählt haben. Sagen Sie bitte, haben Sie auch etwas davon gehört, dass Leute mit Phenol-Einspritzungen getötet worden sind im Lager? Ich habe es nicht gehört. Ganz bestimmt nicht. Na. Herr Vorsitzender, ich bin einmal im Krankenbau gewesen, während meiner Zeit, wie ich in Birkenau war. Ich weiß nicht, ob ich daher, aber ich habe in Birkenau eine schwere Fleckfiebererkrankung gehabt und bin dann nicht mehr dahin gegangen, weil das Bild, was ich dort bot, grauenhaft war. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber sehen Sie mal, war es denn nicht so, dass im ganzen Lager davon gesprochen wurde, dass da mit Phenolspritzen die Leute getötet wurden? Es wurde von Spritzen gesprochen, aber nicht von Phenol. Ja. Aber dass Häftlinge abgespritzt wurden,
Das haben Sie einmal also gesagt, seien Erzählungen, Gerüchte gewesen, die damals im Lager in Umlauf waren. Der Ausdruck abspritzen ist eigentlich auch damals nicht gefallen. Nein. Sondern einfach spritzen wurde gesagt. Spritzen, ja. Aber mit tödlichem Ergebnis. Ja. Ja. Wissen Sie, wer sich daran beteiligt haben soll? War damals davon die Rede? Ich weiß nicht, ob es, es war dort ein Rottenführer Neubert, war zuständig im Krankenbau mit dem damaligen Hauptsturmführer Mengele. Ich glaube nicht, dass Mengele das selber gemacht hat. Ja, Sie wissen es also nicht. Nein. Nun, haben Sie uns vorhin erzählt, Sie wären in Buna gewesen, zwischen 41 und 43. Nun, wie viele Monate ungefähr waren es? Das kann anderthalb Jahre gewesen sein. Sie haben einmal davon gesprochen, dass es etwa 6 bis 9 Monate gewesen sein können. Nein, das muss länger gewesen sein. Ich habe nach dem Russlandfeldzug habe ich noch in Auschwitz miterlebt, wie die Russen kamen. Das war unmittelbar danach. Und 1943 bin ich nach Auschwitz, nach Birkenau gekommen. Und zwar habe ich 43. Habe ich recht verstanden? 42? 43. 43. 43, denn ja. Ich habe 43 geheiratet, habe mich 42 verlobt und wie ich verlobt war, war ich noch in Buna. Und wie ich geheiratet war, war ich in Birkenau. Ja, nun sagen Sie bitte, wie waren denn die Lebensverhältnisse in Buna? In Buna, möchte ich sagen, waren sie besser als in Birkenau später. In Birkenau. Und wie war denn die Todesziffer? War nicht so groß aus dem einfachen Grunde, weil Häftlinge, die dort erkrankt wurden, es gab dort einen Krankenbau, aber Häftlinge, die länger krank wurden, das sagte ich vorhin schon mal, die wurden nach Auschwitz überführt. Die wurden nach Auschwitz überführt, ja. Aber die Todesziffer war demzufolge nicht so hoch. Und wie waren denn die Häftlinge körperlich in Ordnung, die dorthin kamen zum Arbeiten? Waren gut. Waren meistens körperlich besser in Ordnung wie die anderen Leute? Ja. Es kamen dann nachher auch viel nach Buna, die, wie nannten sie sich schnell, Erziehungshäftlinge. Ja. Das waren meistens Polen, die sich draußen angeblich was zu Schulden kommen lassen haben, bei der Arbeit vielleicht gefehlt haben oder was. Die kamen dann 4, 6 Wochen als Erziehungshäftlinge nach Buna und wurden dort als Häftlinge behandelt. Genau, sie hatten nur eine gesonderte Markierung. Ich weiß nicht mehr, wie die war. Die waren jedenfalls den anderen gegenüber ausgezeichnet, dass sie Häftlinge sind, die nach einer gewissen Zeit wieder entlassen wurden. Ja, war denn das eine Art Straflager, das Buna? Nein. Nein, es waren sogar, diese Häftlinge wurden sogar schonender behandelt. Wurden 4, 6 Wochen dort eingeliefert oder 8 Wochen, je nach, ich weiß nicht, ob dort ein Gerichtsurteil oder irgendwas vorgelegen hat, von wem sie eingewiesen wurden. Und wurden nach der Zeit, wenn die um war, wurden die wieder entlassen. Ja, nun weiß ich nicht, was das bedeutet haben soll. Warum hat man sie denn überhaupt nach Buna getan? Es waren Polen durchweg und wurden dort im damaligen Buna-Werk mit eingesetzt. Es waren ja Leute, die über die 6 oder 8 Wochen körperlich in guter Verfassung waren. Ja. Und dort dementsprechend auch gut arbeiten konnten. Mhm. Ich weiß nicht, dass solche Häftlinge auch in Auschwitz waren. Ja. Nun. Erziehungshäftlinge nannten sie sich, glaube ich. Ja. Sagen Sie mal, Sie haben uns gesagt, dass nur 2 Arbeitsdienstführer damals in Männerlager in Birkenau waren. Ja. Und das war auch so, bis sie weggegangen sind im Sommer 1944. Ja. Ja. Wann bekam denn in Birkenau einen Eichenkommandanten? Der war schon da, wie ich hinkam. Wie Sie hinkamen? Ja. Nun, oder Moment, das scheint mir merkwürdig. Moment, nein, es war eine Aufteilung, da wurden 3 Lager gegründet, und zwar die Außenlager, Buna, nein. Im Jahr 40 war ja, noch Buna, kein... Auschwitz und Birkenau. Zu Birkenau gehörten die ganzen Außenlager. Ja. Und Birkenau war ja im Jahr 40 bestimmt noch nicht in Betrieb. Nein, nicht? Nein. Ja. Da bestand Birkenau noch gar nicht. Da bestand Birkenau noch gar nicht, richtig. Das heißt,
es kann doch auch damals noch kein selbstständiger Kommandant für Birkenau existiert haben. Nein, ich meinte damit, wie ich nach Birkenau kam. Sondern wie Sie nach... Wie ich nach Birkenau kam. Da war meiner Meinung nach Kramer schon als selbstständiger Kommandant. Das war im Jahr 43. 43, nicht wie ich nach Auschwitz kam. Aha, so ist das gewesen. Da war Ihres Erachtens Kramer Kommandant und... Schindler Adjutant. Ich glaube, es war erst Hartenstein. Ich glaube, Hartenstein war für die Truppe verantwortlich. Ja. In Birkenau. Sie haben früher mal gemeint, zunächst war Kommandant für kurze Zeit Hartenstein und später der SS-Hauptsturmführer Kramer. Haben Sie früher also Hartenstein war mit in Birkenau. Wissen Sie etwas von der Unterstellung des Lagers Birkenau unter Auschwitz I? War das ein ganz selbstständiges Lager oder war das in Personalunion verwandelt? Ich bin der Meinung, dass zwar alle Lager selbstständig waren, aber Höss als Oberlagerkommandant unterstanden. Ja. Nun, wie war es denn mit der Belegungsstärke von Birkenau? Wo musste die denn hingemeldet werden? Die Belegungsstärke wurde, meine ich, nach Auschwitz gemeldet. Nach Auschwitz. Und zwar von den Blockführern, die die Lagerstärke ja mitführten, wurde abends telefonisch nach Auschwitz gemeldet. Ja. Nun sagen Sie, haben eben gesagt, in Buna wären die Lebensverhältnisse für die Häftlinge erträglicher gewesen als in Auschwitz. Wie waren denn die Lebensverhältnisse in Birkenau? Schlecht. Schlechter als in Auschwitz I? Ja. Also Auschwitz I weiß ich nicht genau, wie ich in Birkenau war, hatte ich mit Auschwitz wenig zu tun. Zumindest war sie viel schlechter zu der Zeit, wie ich in Auschwitz war, also um die Zeit 40 herum. Nun, in Birkenau befanden sich auch zwei Krematorien oder mehrere? Es waren zunächst zwei und später vier. Und später vier. Nun, bevor wir die Vernehmung weiter durchführen, meine ich, sollten wir erst in die Mittagspause eintreten, denn die Selektion, haben Sie das einmal miterlebt? Nicht miterlebt, gesehen. Gesehen. Nun, was haben Sie gesehen? Dass die Transporter aus den Wagen ausgeladen wurden, in einer Kolonne aufgestellt wurden und von Ärzten sortiert wurden. Ja. Ein Teil rechts, ein Teil links. Wieso kamen Sie dazu, das zu sehen? Das konnte man vom Lager aus direkt sehen, in dem ich zuständig war. Ja. Ich war direkt daneben. Ja. Wissen Sie, ob die Ärzte diese Einteilung gemacht haben, wer ins Lager kommen sollte und wer vergast werden sollte? Ja. Es war ein Vielteilen von Ärzten da und auch angehende Ärzte, die... Junker Dienstgrade hatten, die noch keine SS-Offiziere waren. Es war eine Menge dort. Ja, und haben Sie dort auch gesehen, dass andere Leute dort waren, die Befehle gaben, wie sich die Leute aufstellen sollten, diese Häftlinge, die da ankamen im Transport? Es waren die Wachmannschaften dabei, die Transporte begleiteten. Ja. Und es waren auch Schutzhaftlagerführer da. Schusshaftlagerführer. Haben Sie den Dr. Lukas zum Beispiel auf der Rampe gesehen? Ich kenne ihn nicht, Herr Vorsitzender. Sie kennen ihn nicht. Haben Sie gesehen, dass von den Blockführern auch welche dabei waren? Ich meine nicht. Sie meinen nicht. Haben Sie zum Beispiel den Rapportführer auf der Rampe gesehen? Die Rapportführer waren meistens dort, um die Häftlinge, die ins Lager sollten, abzuholen. War auch der Rapportführer Kaduk dort? Sicher ja. Weil die Transporte, Herr Kaduk hatte das Lager, ein gewisses Quarantänelager, in dem die Häftlinge zuerst hineinkamen. Ja, Sie sagen sicher ja. Soll ich das so verstehen, dass Sie sich zwar heute nicht mehr erinnern können, dass Sie ihn gesehen haben, aber dass Sie es für möglich halten oder für selbstverständlich halten, dass er auch dort war? Ja. So ungefähr. Ja. Nun, kennen Sie auch den Angeklagten Baretzky? Ja. Und wie haben Sie ihn kennengelernt und in welcher Erinnerung haben Sie ihn? Ich meine, dass Herr Baretzky Blockführer mit in demselben Lager, wo Herr Kaduk war. Ja. Und zwar in Birkenau, oder? In Birkenau. In Birkenau. Und was haben Sie von ihm gehört?
Ich hatte schon mal gegenüber dem Herrn Staatsanwalt zum Ausdruck gebracht, dass die oberschlesischen SS-Leute besonders scharf waren. Hart waren? Ja. Ja, und war er auch dafür bekannt? Er war auch Oberschleser. Ja, war oder, er... Oder Volksdeutscher. War er auch dafür bekannt, dass er Häftlinge prügelte und brutal misshandelte? Ja. Ja. Haben Sie selbst einmal solche Misshandlungen miterlebt oder gesehen? Daran erinnere ich mich nicht. Daran erinnern Sie sich nicht. Haben Sie... Also gesehen haben Sie selbst nicht. Sie wissen deshalb auch nicht, in welchem Maß er die Leute misshandelt hat, ob die nachher arbeitsunfähig waren oder ob sie gar tot gewesen sind. Das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Nun, was haben Sie von Karduk noch für eine Erinnerung? Herr Karduk war besonders scharf. Er trank auch gelegentlich. Ja. Wissen Sie, ob er auch Leute geschlagen hat? Das kann ich mit Bestimmtheit nicht mehr sagen. Zum Beispiel bei Appellen und so? Ich habe die Appelle dort nicht mitgemacht. Nicht mitgemacht. Mussten Sie als Lokführer nicht auch Appelle mitmachen? Also ich war nicht, also ich war dort als Arbeitsführer. Arbeitsdienstführer brauchte ich nicht mitmachen. Mussten Sie nicht als Arbeitsdienstführer auch auf die Rampe? Nein. Um dort Leute auszusondieren? Nein, wir hatten, unsere Aufgabe war, die Kommandos zu überwachen. Mhm. Ist Ihnen ein Blockältester Bettnarek in Erinnerung? Ja. Und warum? Er hatte die SK. Der hat die die Strafkompanie. Und was war da in dieser Kompanie so an der Tagesordnung? Es wurde dort sehr hart durchgegriffen. Sehr hart durchgegriffen. Mhm. Ja, nun, also das kann man so und so auslegen. Sind die Leute dort geschlagen worden? Ja. 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 Sind sie dort auch von dem Blockältesten geschlagen worden? Ja. Nämlich von Bettnarek? Ja. Haben Sie das gesehen? Nein, ich habe es von Herrn Siebenlist erfahren. Von wem? Von Herrn Siebenlist. Siebenlist, Zeugen. Nun Siebenlist, ja. Der selbst in SK war, den ich dort wieder herausgeholt habe. Sagen Sie bitte, können Sie sich entsinnen, dass in Birkenau das Familienlager, das sogenannte Theresienstädter Lager, eines Tages umgebracht worden ist? Ja. Dann erzählen Sie uns mal, wo dieses Lager untergebracht war, in welchem Block. Das war ein ganzes Lager. In welchem Lager, ja, ganz recht, Sie haben recht. Ich meine, das war das C-Lager. C? C, B oder C-Lager? B-Lager. B oder C. Ja. A war Quarantäne und... Sie lagen auf Quarantäne, nämlich auf A. A war Quarantäne. Ja? Und da lagen Sie? Nein. Ich habe Sie eben so verstanden. Nein, A war Quarantäne. Ach, A Lager. War Quarantäne, ja. Ich meine, es war C-Lager. Sie meinten es C? Im C-Lager, ja. Ja, also wir haben... D war das Männerlager. D war das Männerlager. C, B oder C? B oder C. Und erzählen Sie einmal, wie das gewesen ist mit dieser Liquidierung dieses Lagers. Die Leute wurden dort, die Häftlinge wurden auf Lastwagen verladen und wurden zu den Krematorien gefahren. Ja, nun, erstens einmal war das doch sehr... auffällig, denn man hatte das Familienlager ja aus ganz bestimmten Gründen dort gehalten. Ja. Es war ja nicht üblich im Allgemeinen, derartige Familienlager. Und wieso kam es denn, dass man auf einmal dazu überging, dieses gesamte Lager ins Gas zu schicken? Warum, weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Das weiß ich nicht. Nun ging das so ohne weiteres vor sich, dass die Leute gutwillig und fromm da auf die Lastwagen stiegen, um vergast zu werden. Dem Lager wurde gesagt, dass sie in ein anderes Lager verlegt werden. Es wurde gesagt, dass sie in ein anderes Lager verlegt wurden. So. Und das war aber nicht der Fall? Nein. Nein. Und dann stiegen sie auf die Lastwagen drauf. Ja. Und was machten die Lastwagen?
Fuhren zum Krematorium. Fuhren Sie direkt zum Krematorium oder machten Sie noch einen Umweg? Mit Umweg. Mit Umwegen, um den Leuten vorzuspiegeln, dass sie tatsächlich verlegt würden? Jawohl. Und wissen Sie, ob bei dieser Verladung auch Baryski dabei war? Das weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Sie war nicht dabei? Ja. Sie haben nämlich bei Ihrer Vernehmung auf Blatt 8115 gesagt, anschließend möchte ich noch erwähnen, dass die oben bereits erwähnten Beschuldigten Baryski, Weiß und Kurpanik etwa Anfang 1944 bei der Liquidierung des Familienlagers in Birkenau maßgeblich beteiligt waren. Dann habe ich es daraus geschlossen, weil die dort in den Lagern zuständig waren. Sie trafen die gesamten Vorbereitungen und waren dann auch für den Abtransport der Häftlinge zu den Krematorien verantwortlich. Die Vergasung der Insassen des Familienlagers musste damals sehr vorsichtig abgewickelt werden, damit die anderen Lagerinsassen nicht unruhig würden. Es wurde deshalb immer nur kleinere Gruppen auf die LKWs verladen. Dabei wurde ihnen erklärt, dass sie nur verlegt würden. Anschließend fuhren die LKWs etwas in der Gegend umher und dann erst in das Krematorium. Das also da haben Sie gesagt, diese Leute, die Sie da genannt haben, Baryski, Weiß und Kurpanik, die seien verantwortlich gewesen, hätten auch alle Vorbereitungen getroffen. Ich weiß nicht, was für Vorbereitungen getroffen wurden. Ja, ich habe es Ihnen nicht gesagt, das habe ich Ihnen ja hier. Es ist sonst weiter keiner da gewesen. Und die waren für diese Lager zuständig. Die Lager waren ja unmittelbar miteinander verbunden. Ja. Und haben Sie auch erlebt, wie die Leute verladen worden sind? Nein. Nein. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Es sind noch Fragen zu stellen. Von Seiten des Gerichts nicht mehr. Herr Staatsanwalt Kügler. Herr Zeuge, ich darf noch mal zurückkommen auf den Herrn Engelschall. Sie haben dem Gericht gesagt, dass bei den Erschießungen, die da im Block 11 stattgefunden haben, diesen Block 11, den Sie als Block 13 bezeichneten, der Palitsch beteiligt gewesen sei, Ihres Wissens. Und bei der Vernehmung seinerzeit meinten Sie, dass auch der Engelschall da mitgewirkt habe. Können Sie dazu? Engelschall ist im Arrestbau zuständig gewesen. Ja, und er hat den Arrestbau sogar geleitet. Es waren mehrere Dienstgradniedrige auch noch dort. Ja, und woraus schließen Sie lediglich aus dieser Tatsache, dass er dort mitgeschossen haben könnte? Oder haben Sie noch andere Anhaltspunkte? Weil Häftlinge keine Waffen in die Hand bekommen haben, die können es nicht getan haben. Ja. Sie schließen das also? Ja. Irgendwie erzählt worden ist Ihnen das nicht? Nein. Nicht. Sie haben dann auch in dieser Vernehmung, die nun schon öfters zitiert worden ist, gesagt, Bednarek habe nicht nur in der SK, sondern im gesamten Lagerbereich von Birkenau als besonders brutaler Typ und als einer der gefährlichsten Funktionshäftlinge gegolten. Ist das richtig so? Oder ja. Ist das auch heute noch Ihre Auffassung? Ich bin sogar zu Herrn Bednarek hingegangen und habe Herrn Siebnis, der auch eine Zeit in der SK war, gesagt, dass du dem Mann nichts tust. Ja, das haben, Sie haben es, das dem. Es wurden sogar von ihm deutsche Häftlinge, die vorher Kapo waren, irgendwas angestellt hatten in die SK waren, auch die wurden von ihm geschlagen. Ja, Sie haben also dem Bednarek damals quasi verwarnt, er solle dem Siebnis nichts tun. Nun sagten Sie beiläufig, dass Sie aus dem Lager Buna Häftlingstransporte nach Auschwitz begleitet hätten. Sie sagten das in dem Zusammenhang, dass in Buna nach Möglichkeit nur arbeitsfähige Häftlinge sein sollten. Ist Ihnen etwas über Selektionen, die im Lager Buna stattgefunden haben sollen, bekannt, insbesondere im Krankenbau? Nein, alle Häftlinge, die überführt wurden, kamen aus dem Krankenbau. Die kamen aus dem Krankenbau. Und wo wurden die hingebracht? Nach Auschwitz. Wohin nach Auschwitz? Ins Hauptlager. Ins Hauptlager. Was dann? Also die ich hingebracht habe, kamen ins Hauptlager. Ja. Was dann? Es kamen auch Häftlinge nach Auschwitz, die zum Beispiel zur Entlassung kommen sollten. Ja. Die wurden auch überführt nach Auschwitz. Ja. Ja. Wussten Sie dann, was mit diesen Häftlingen weiter geschah? Nein. Die wurden an der Blockfeuerstube abgegeben und gingen dann zur Häftlingsschreibstube. Aha. Um welche
Wie groß waren diese Gruppen zahlenmäßig, die Sie da begleitet haben? Verhältnismäßig klein. Verhältnismäßig kleine Gruppen, ja. Ja. Was mit denen geschehen sollte, nein, wissen Sie nicht. Nein. Handelte es sich um Muselmänner? Ja. Das waren Muselmänner. Ja. Ja. Ist Ihnen irgendetwas bekannt darüber geworden, dass selektierte Häftlinge aus Buna auch nach Birkenau kamen? Ich habe keine hingebracht. Sie haben keine, nein, hingebracht. Ist Ihnen von größeren Selektionen etwas bekannt geworden, wo man also sagen, 200, nein, 300 Häftlinge? Während meiner Zeit nicht. Während Ihrer Zeit nicht. Dankeschön. Bitte schön. Sie erwähnten vorhin den Namen Karduk und meinten, Sie hätten ihn als Rapportführer in Birkenau in Erinnerung. Ja. Bei Ihrer früheren Vernehmung hatten Sie bei Karduk erklärt, was mit dem übrigen Ergebnis der Ermittlungen übereinstimmt. Er war zu meiner Zeit Blockführer im Stammlager Auschwitz I. Er war damals schon besonders brutal zu den Häftlingen und fiel dadurch aus dem Rahmen des Üblichen. Ich kann allerdings keine Fälle angeben, in denen er Häftlinge getötet hat. Als Rapportführer hatte ich ihn nicht kennengelernt. Ist das möglicherweise heute eine Verwechslung, nein, in Ihrer Erinnerung, dass Sie jetzt sagen, Sie glauben, ihn als Rapportführer in Birkenau kennengelernt zu haben? Also Rapportführer war er meiner Meinung nach nie. Denn er hatte das eine Lager und hatte lediglich die Zählung und die Lagerstärke ans Hauptlager durchzugeben. Also er war genau dort so wie Blockführer, hatte eben nur die Oberaufsicht und musste den abgenommenen Appell ans Lager weitergeben. Ja, die gesamte Lagerstärke des Lager Birkenau ging über das Hauptlager. Ja, war er zu Ihrer Zeit in Auschwitz tätig oder in Birkenau? Nein. Auschwitz, meine ich, kenne ich ihn nicht, in Birkenau. In Birkenau. Ich glaube, dass Sie sich in dem Punkt irren, aber Sie glauben, ich meine, heute, denn früher haben Sie ja was anderes gesagt. Sie haben gesagt, früher haben Sie gemeint, als Blockführer im Stammlager hätten Sie ihn kennengelernt. Ja, als Blockführer im Stammlager in Birkenau. In Birkenau. Birkenau war ja auch ein Stammlager. Das sogenannte Arbeitslager hieß auch Stammlager, naja, für Birkenau. Ich hatte Sie ja damals selbst vernommen und es ist so formuliert, im Stammlager Auschwitz Römisch 1. Das ist also davon das Lager. Gut. Ich erinnere nicht, ihn im Stammlager kennengelernt haben, sondern im eigentlichen Stammlager des Lagers Birkenau. Also damit wir uns hier nicht missverstehen. Bei uns heißt Stammlager das Lager Auschwitz I. Ja. Ja, und Birkenau ist Birkenau. Wenn Sie in Birkenau auch noch einmal eine Unterbezeichnung haben für einen bestimmten Teil, dann nennen Sie das bitte nicht Stammlager, denn das führt zu Missverständnissen. Stammlager ist für uns das Lager Auschwitz I. Es war das Hauptlager in Birkenau, das eigentliche Arbeitslager. Ja, und das war welches Lager? Das war das Lager D. Devidora? Die, ja. Das war das Hauptlager? Das war das Hauptlager, wo auch sämtliche Reporter hingingen, Stärkemeldungen und so weiter. Na, dann nennen Sie das dann meinetwegen Hauptlager, damit wir wissen, was Sie meinen. Es ist Ihnen vorhin schon vorgehalten worden, Ihre frühere Bekundung über die Tätigkeit von Baretzky im Zusammenhang mit der Vernichtung des Theresienstädter Lagers. Bei einer späteren Vernehmung durch den Untersuchungsrichter vom 5. Februar 1963 ist Ihnen dieser Punkt auch vorgehalten worden und haben sich wie folgt geäußert. Wenn ich auf Blatt 8115 angegeben habe, das war der Vorhalt von vorhin, Baretzky habe mit Weiß und Kurbanik zusammen die gesamten Vorbereitungen für die Räumung des Familienlagers getroffen und dann auch in Gemeinsamkeit mit den Vorgenannten den Abtransport verantwortlich durchgeführt, so ist das richtig. Meine Angaben beruhen auf einem sicheren Schluss, den ich aufgrund meiner damaligen Funktion im Lager zu ziehen imstande bin. Ist das auch heute noch Ihre Auffassung? Und können Sie sagen, worauf dieser Schluss beruht? Weil Sie dort zuständig waren. Weil die allein und ausschließlich für das Familienlager zuständig waren. Aber den Vernichtungsvorgang selbst, haben Sie da etwas beobachtet, nicht selbst gesehen? Ich dann zwar sehen, Herr
dann 14.444. Sagen Sie, Herr Leischow, ich weiß jetzt im Moment nicht, ob Sie schon danach gefragt worden sind, ob Sie den Adjutanten Höcker kannten. Nein. Den kannten Sie nicht. Nein. Haben Sie den Kommandanten vom Stammlager, also Bär, gekannt? Nein. Haben Sie nicht gekannt? Nein. Haben Sie etwas darüber erfahren durch Gespräche, ob die Kommandanten auch auf der Rampe waren? Nein. Nein. Also es ist möglich, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt der Kommandant Bär dort war, wenn er zu meinem Zeitpunkt da war, dass ich ihn gesehen habe, aber nicht im Klaren darüber war, dass er das war, weil dort mehrere hohe Dienstgrade gelegentlich dort waren und ich weiß es nicht, ich kenne ihn selber nicht. Der ehemalige Adjutant von Bär Höcker, der hier angeklagt ist, sagt uns, er habe von den Verhältnissen in Birkenau nichts gewusst und das sei ihn auch, er sei dafür nicht zuständig gewesen. Die Zuständigkeit, darüber kann ich nichts sagen, aber gewusst haben alle. Mehr oder weniger, aber was geschah, wussten alle. Herr Rechtsanwalt Ormond. Herr Zeuge, wussten Sie damals, wie alt Stark ist? Nein, ich schätze ihn etwas älter als ich. Ich bin 43, er kann jetzt 48 sein. Sie haben ihn also für älter geschätzt? Ja. Also älter als ich? Ja. Ja. In Wirklichkeit ist er ein halbes Jahr jünger wie Sie. Also er hat damals älter gewirkt? Ja. Nächste Frage. Erschießungen in der Kiesgrube. Da hatten Sie gesagt, die Erschießungen in der von Häftlingen waren anfangs in der Kiesgrube, später beim Block 11 durchgeführt. Sind diese Erschießungen in der Kiesgrube so vorgenommen worden, dass ringsherum das Erschießungspluton aufgestellt war und die zu Erschießenden in der Grube und dass die Mannschaften in die Grube hineingeschossen haben? Oder wie wurde das gemacht? Nein, ich bin nicht dabei gewesen. Es wurden diese Häftlinge im Lager abgeholt von einem Erschießungskommando. Eine Gruppe, bewaffnet mit Karabinern, mit einem Offizier dabei und wurden dann zur Kiesgrube abgeführt, die direkt hinter dem Lager lag. Ja, und wie die Erschießung vor sich ging? Habe ich nicht gesehen. Haben Sie nicht gesehen? Auch nicht von anderen gehört? Nein. Nicht so etwa, wie ich das geschildert habe? Nein, ob sie in der Grube gestanden, habe ich nicht gesehen. Mhm. Und auch nicht erfahren. Und dann komme ich noch mal auf Knut Siebenlist zurück. Der hat Ihnen ja über die Verhältnisse in der Strafkompanie, wie auch sonst über Einzelheiten, ziemlich eingehend erzählt. Ja. Haben Sie diese Erzählungen, die zum Teil erschreckende Einzelheiten enthielten, nachprüfen können oder haben Sie sie sonst für richtig gehalten? Ich habe sie für richtig gehalten. Dann eine andere Frage wegen der Selektion. Sie haben einmal früher angegeben, dass diese ankommenden Transporte selektiert wurden und dass man je nach Gutdünken und Laune des betreffenden SS-Angehörigen die Arbeitsfähigkeit beurteilt hat. Würden Sie das heute wiederholen? Ja, wenn man gesehen hat, wie das vor sich ging. Wollen Sie also kein Schema drin, gar nichts. Ging es auch sehr schnell, sodass man... Es ging sehr schnell. Dann habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Zeuge. Sie haben sich ja weggemeldet von Auschwitz und Sie haben es ja auch erreicht, indem Sie, obwohl verwundet, dann zu diesem Führerlehrgang gegangen sind, auf die Jungerschule. Haben Sie sich... Ich bin nicht hingegangen. Sondern dazu ist es nicht mehr gekommen. Sie sind nicht mehr dazu gekommen. Aber Sie sind jedenfalls von Auschwitz weggekommen. Ja. Haben Sie sich eigentlich nie mit Ihren Kameraden darüber unterhalten, dass Sie das nicht mehr aushalten, dass Sie da nicht mehr mitmachen oder dergleichen und Sie gehen lieber an die Front? Und haben Sie da keinen Gedankenaustausch über diesen Punkt mit Ihren Kameraden gehabt? Das haben wir. Es sind auch sehr viele, die von der Front kamen, vorübergehend verwundet waren, sind so wieder weggekommen. Ich war aber schwer verwundet und wurde nicht KV geschrieben. Und das war die Bedingung dafür, um überhaupt an die Front zu kommen. Gewiss, aber sind nicht die Möglichkeiten erörtert worden,
zwischen Ihnen im Gespräch mit den anderen, auch denen, die schon länger da waren, wie man es anstellen könne, wegzukommen? Es war dies nur der einzigste Weg, und soweit es mir bekannt war. Oder dass Abkommandierung von sich aus kam. Haben Sie selbst einmal sich mit älteren Leuten darüber unterhalten? Oder nur mit den Jüngeren, die gleichaltrig waren mit Ihnen? Wir waren meistens mit Gleichaltrigen zusammen. Aha. Gut, keine Frage. Dankeschön. Herr Leischow, eine Frage. Sie sagten vorhin, die Lager, die drei Lager waren relativ selbstständig. Sie unterstanden aber alle Höss, sagten Sie. Ja. Nun ist es, es war doch wohl so, dass jedes Lager einen Kommandanten ja. hat. Ja. Und haben Sie dann auch den Ausdruck Standortältester in Auschwitz gehört? Daran kann ich mich nicht erinnern. Haben Sie mal gehört, dass Höss Standortältester war und in dieser Funktion den drei Lagerkommandanten übergeordnet war, beziehungsweise dass er auch selbst einmal Kommandant von Auschwitz I war? Wie ich nach Auschwitz kam, war er selber Kommandant von Auschwitz. Aha. Und war meiner Meinung nach auch noch Kommandant für das Hauptlager, für das Stammlager, wie die beiden anderen Lager selbstständig wurden. Ja. Und außerdem übergeordnet über alle drei Lager. Aha, gut. Dann noch eine Frage zum Angeklagten Stark. Sie sagten, Sie hätten nicht gesehen, dass Stark Häftlinge geschlagen habe bei Vernehmungen. Sie haben nur berichtet davon, dass er, wenn er die Häftlinge wegholte, sie manchmal getreten hat. Ja. Haben Sie aber Häftlinge gesehen? Und wenn ja, wie sahen Sie aus, als Sie nach den Vernehmungen durch Stark zurückkamen? Waren Sie blutig geschlagen? Solche Häftlinge habe ich nicht gesehen. Sondern? Nur, dass Leute, dass Häftlinge sich den Hintern festhielten und die Wange rieben oder was, wenn sie rauskamen. Es war, ich weiß nicht, ob es später auch noch so war, das Vernehmungszimmer von Herrn Stark direkt in der Blockführerstube. Aha. Und haben Ihnen die Häftlinge erzählt, dass sie von Stark geschlagen wurden? Nein, Häftlinge haben uns nicht angesprochen und haben sich beklagt. Sondern wer hat Ihnen das erzählt? Das sah man. Aha. Wenn sie in der Blockführerstube waren, die gingen ja wieder ins Lager zurück. Mhm. Und dann möchte ich noch mal eine Frage aufgreifen, die Ihnen schon der Vorsitzende gestellt hat. Er fragte Sie, ob es Ihnen bekannt geworden sei, dass Stark auch als Blockführer schon besonders brutal bekannt war. Daraufhin sagten Sie nein. Ich möchte Ihnen daraufhin vorhalten, aus Ihrer Aussage, Blatt 8102, da haben Sie mal gesagt, Stark ist mir... Augenblick. Er zeichnete sich schon als Blockführer durch besondere Härte gegenüber den Häftlingen aus. Haben Sie das aus eigenem Wissen oder durch Das habe ich auch gesagt. Es liegt aber inzwischen so viel Zeit dazwischen, dass man zwischen den vereinzelten Vernehmungen ja. einmal das Wort brutal wählt und das andere Mal das Wort besonders hart. Ja, also es war Ihnen berichtet worden, dass er auch schon vor seiner Tätigkeit in der politischen Abteilung als besonders hart oder brutal galt. Ich bin mit Herrn Stark zusammen Blockführer gewesen eine Zeit. Und können Sie da aus eigenem Erleben etwas berichten über seine Tätigkeit? Er war besonders hart gegen die Häftlinge. Schluke, haben Sie gesehen, wie er die Häftlinge damals als Blockführer geschlagen hat? Oder hat er sie... Ich erinnere mich eigentlich nur noch an Herrn Starks Stimme, die furchtbar grell war und auf die Häftlinge einen furchtbaren Eindruck gemacht haben muss. Mhm. Also eine hohe, schwellende Stimme. Dankeschön. Bitte schön, Herr Gerhard. Herr Zeuge, gegen welche Angeklagten hier ist der verstorbene Zeuge Knut Siebenlist von der Staatsanwaltschaft benannt worden und für welche einzelnen Taten? Ich stelle diese Frage, ich erörtere das, auf die Frage des Herrn Nebenklägers, ob der Zeuge bekunden könne, ob die Schilderung des Zeugen Knut Siebenlist zutreffend seien, hat der Zeuge ja gesagt. Das ist ja eine pauschale Angabe, mit der wir meines Erachtens nichts anfangen können. Deswegen muss ich den Zeugen fragen,
erst einmal detailliert angeben, was er für richtig befunden hat an den Angaben des Zeugen Knut Siebenlist. Aber Strafkompanie war hier von Herrn Kollegen Aumont ausdrücklich gesagt worden. Die Schilderung Knut Siebenlist über die Strafkompanie, nicht so, gut, allgemein. Dann habe ich keine zu dieser Frage, gut, keine weitere Frage mehr. Herr Zeuge, Sie haben angegeben, dass Sie Mitte 1942 nach Monowitz kamen. Entschuldigung, ich habe gesagt, nach dem Beginn des Russlandfeldzuges. Ja, so steht es auf Seite 9 Ihres Protokolls, Blatt 8106. Kann das denn etwa damit, also, oder ich frage Sie so, stimmt es, dass Sie im Frühjahr, vielleicht können Sie den Monat noch angeben, nach Birkenau gekommen sind, 43? Das kann ich nicht. Nicht 43, nach Beginn des Russlandfeldzuges, ob es ein, zwei oder drei Monate waren, weiß ich heute nicht mehr, bin ich nach Monowitz gekommen. Waren Sie nicht 43? Nein, ich spreche jetzt von Birkenau. Birkenau bin ich 43 hingekommen. Waren Sie in Birkenau erst zwei Monate Lokführer, bevor Sie Arbeitsdienstführer wurden? Nein. Nein. Das haben Sie damals bei Ihrer Vernehmung angegeben. Weitere Frage, wo befand sich im D-Lager die Schlosserei? Im D-Lager? Mhm. Oder gab es überhaupt keine Schlosserei? Doch, es gab eine Schlosserei. Ja, was wurde dort gemacht und wo befand sie sich? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere nur noch, dass ich mal, ob es die Schlosserei war, ein Radio, was ich besaß, kaputt war, von einem Häftling reparieren ließ. Es war am hinteren Ende des Lagers. Am hinteren Ende, also zur Rampe hin? Ja. Gut, danke. Sie haben auf die Frage von Herrn Staatsanwalt Kügle gesagt, dass Sie Häftlinge nach dem Stammlager verbracht haben. Selbst hätten Sie nach Birkenau keine Häftlinge verbracht. Nein. Sie haben aber bei Ihrer Vernehmung gesagt, es seien welche nach dort gebracht worden, nachdem das Lager Birkenau aufgebaut worden wäre. Halten Sie? Nicht von mir. Ja gut, aber Sie halten, wenn ich es richtig verstanden habe, Ihre Aussage, die Sie damals gemacht haben, aufrecht, dass Häftlinge nach dort verbracht worden sind. Ja. Von wem? Spielt hier keine Rolle. So hätte ich keine Fragen mehr. Lediglich noch, die Häftlinge, die in Buna ausgesucht worden sind, sind die von Ärzten, SS-Ärzten ausgesucht worden? Sie haben das damals auf Blatt 8108 Ihrer Vernehmung ausgesagt. Wenn ich mich recht erinnere, waren in Buna gar keine Ärzte, sondern es kamen gelegentlich welche vom Stammlager dorthin. Richtig. Und haben nach Ihren Erfahrungen und Kenntnissen diese Ärzte, kennen Sie einen Dr. Fischer? Nein. Oder schlechthin haben die Ärzte, die dorthin kamen, die Selektion durchgeführt? Das weiß ich nicht. Es wurden solche Häftlinge, überhaupt Häftlinge, die verlegt wurden oder mit irgendwelchen Häftlingen, mit denen was geschehen sollte, wurden grundsätzlich am Lagertor bereitgestellt. Gut, danke, Karl. Der Staatsanwalt die ganze Zeit stand, das würde mich mal interessieren. Herr Rechtsanwalt, hier gibt es doch keine Privatunterhaltung, nicht? Bitte schön. Herr Zeuge, kannten Sie einen SS-Angehörigen namens Stiewitz? Stieglitz, ja. Stiewitz. Ja. Wissen Sie seine Funktion im Lager Auschwitz? Ich glaube, er war Rottenführer und im Frauenlager. Weiß ich nicht genau. Der Name ist mir geläufig. Stiewitz soll, wenn ich Ihnen das sagen darf, im Lager Auschwitz Arbeitsdienstführer gewesen sein. Nicht zu meiner Zeit und nicht im Männerlager. Also, Sie waren wie lange im Männerlager, wenn ich das nochmal fragen darf? Ich kam 1943 hin und bin nach meiner ersten Angabe im Sommer, im Juni wieder von Auschwitz weggekommen, von Birkenau weggekommen. Also in dieser Zeit, sagen Sie, war Stiewitz nicht Arbeitsdienstführer? Nicht im Männerlager. Nicht im Männerlager. Der Name ist mir geläufig. Es ist möglich, dass er im Frauenlager war. Mhm. Ob er überhaupt Arbeitsdienstführer war, weiß ich nicht. Ich hatte eine weitere Frage. Zur Klarstellung war, bezog sich diese Frage und die Antwort auf Birkenau oder auf das Stammlager Auschwitz? Nein, auf Stieglitz. Ja, sicher. Über dessen Tätigkeit als
Arbeitsdienstführer oder auf, nicht? Auf Birkenau. 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 Ja. Stieglitz. Ja, nein, ich meine Stiewitz. Unterscharführer oder Oberscharführer Stiewitz. Mit W wie Wilhelm. Als ich meine, hieß es Stieglitz, es besteht die Möglichkeit, dass er Stiewitz hieß. Das weiß ich nicht mehr. Ich hatte eine weitere Frage. Ihnen ist ja sicherlich die Bautätigkeit im Stammlager bekannt. Ja. Haben Sie jemals beobachtet, dass bei Aushebung von Baugruben im Stammlager ein recht erheblicher Grundwasserspiegel entstanden war? Nein. Grundwassertiefe? Nein. Haben Sie mal in diese Baugruben als Arbeitsdienst, Sie waren Blockführer, glaube ich, ja, zu einer Zeit. Sie haben diese Baustellen, sind an diese Baustellen herangegangen und haben auch hineingeguckt. Zu der Zeit, oder bevor ich nach Birkenau kam, hatte ich das Arbeitskommando Abbruch 2 und war während des Auswirkens der Häftlinge morgens bis abends unterwegs. Ich habe die Bautätigkeit 2 gesehen, aber nicht während der Arbeitszeit. Ich erinnere auch nicht, dass dort ein hoher Wasserstand war oder hohes Grundwasser war. Als Sie Blockführer 1941 ja, waren, ja, erinnern Sie sich nicht, dass Sie gesehen haben, dass ein hoher Grundwasserspiegel da war? Zu meiner Zeit als Blockführer wurde noch nicht gebaut. Wurde überhaupt nicht das gebaut? Das Bauen ging erst später los. Und der große Teil der Bauten, die dort fertiggestellt wurden auf dem alten Appellplatz, waren während der Zeit, wie ich in Buna war. Herr Zeuge, habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen, im Jahre 1941 ja, wurden im Stammlager keine wesentlichen Bauvorhaben vorgenommen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es wurde mit der Bautätigkeit der neuen Bauten, weiß nicht, war es Anfang 41 oder was, begonnen. Langsam ja, zunächst. Ja. Es wurden meiner Meinung nach erst 4 Blöcke gebaut. Und die späteren kamen später, nachdem diese ersten Blöcke fertig waren. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht da, war ich in Birkenau. Ich verstehe. Aber Sie haben beobachtet, dass diese 4 Blocks gebaut wurden? Ja. Ja. Wann sind Sie von der Blockführerstube weggekommen, Herr Zeuge? Von der Blockführerstube bin ich weggekommen, wie ich das Kommando Abbruch 2 übernommen habe. War das noch 1942? Nein, das war früher. War früher? In Auschwitz, ja? Ja. In Auschwitz Anfang 41 vielleicht. Wann etwa? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich hatte vorher das Kommando Abbruch. Und von diesem Abbruchkommando wurde ich nach Buna versetzt nachher. Die genauen Monate oder die genauen Zeiten, weiß ich nicht mehr. Hatten Sie es nicht heute Morgen in Verbindung gebracht mit dem Beginn des Russlandkriegs? Da bin ich von Auschwitz weggekommen nach Buna. Eben. Aber vorher hatte ich das Abbruchkommando ja, als ständiger Kommandoführer. Ja, ja, ja. Danke sehr. Keine Frage mehr. Herr Ismalt Jogel. Herr Zeuge, ich will versuchen, einen Irrtum aufzuklären, den schon der Staatsanwalt aufklären wollte. Kaduk war Rabottführer, erst Blockführer, dann Rabottführer in Auschwitz oder Birkenau. Sie sagten Birkenau. Nicht in Auschwitz, in Birkenau. Ist das kein Irrtum? Nein, ich wüsste es nicht anders. Dann eine andere Frage. Sie sagten, Kaduk war scharf. Er trank auch gelegentlich. Nun habe ich schon öfter gehört, dass Kaduk immer mit Alkohol in Zusammenhang gebracht wurde. Können Sie das etwas näher noch erläutern? Das heißt, er trank gelegentlich. Wie meinen Sie den näheren Zusammenhang? War Kaduk betrunken, wenn er seinen Dienst tat? Oder nicht, wie kommen Sie darauf? Nicht sinnlos betrunken, sondern stark angeheitert. Keine Frage mehr. Wird von Seiten der Angeklagten noch eine Frage gewünscht oder eine Erklärung abgegeben? Kaduk, bitte schön.
Herr Zeuge, ich war in Birkenau gar nicht gewesen. Ich war nur im Stammlager als Blockführer und anschließend war ich Rapportführer gewesen. In Birkenau hatte ich gar nichts zu tun gehabt. Was sagen Sie dazu? Also meine Erinnerung ist so, dass Sie in Birkenau waren. Na, meine gute Erinnerung... Ich kann mich irren nicht. Naja, Sie kennen sich, irren Sie, habe ich hier. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich im Stammlager als Blockführer war und anschließend war ich Rapportführer gewesen. Also ich kenne Sie nicht als Rapportführer in Auschwitz. Ja, ich war nur in Stammlager. In Auschwitz kenne ich die Rapportführer Palitsch und Hartwig. Hartwig. Na, das war nur gewesen Klausen, Hartwig. Es war gewesen Hauptscharführer Palitsch. Dann war der Unterscharführer Stiewitz. Anschließend kam der Oberscharführer Klausen, Oberscharführer Hartwig und meine Wenigkeit. Das erinnere ich nicht. Ja, ist gut. Keine Frage mehr. Bitte schön. Sie sagten, die Blocks im Stammlager seien sehr langsam erst gebaut worden, ja. Die neuen Blocks. Das war ja, Sie erinnern sich, gegenüber von dem Küchenbau. Ja. Da war der alte, ja, Appellplatz. Ja. Der alte Appellplatz ging bis gegenüber dem Stacheldraht an der Straße, an der Landstraße. Jawohl. Welche Blocks wurden nun zuerst gebaut? Die oben am Stacheldraht oder die gegenüber der Küche? Erst am Stacheldraht. Zuerst wurden die am, ja, Stacheldraht. Am Stacheldraht, genau. Der Platz davor diente und vorher noch. Und wurden die dann zugleich auch zweigeschossig gebaut oder wurden die erst eingeschossig in Betrieb genommen und später der erste Stock noch draufgesetzt? Können Sie sich daran noch erinnern? Denn teilweise waren ja die Blocks eine Zeit lang eingeschossig, ja, und da kam dann der A-Block oben drauf. Es waren alle alten Blöcke. Die Eckblöcke am Appellplatz waren zweistöckig. Die waren schon zweistöckig? Die waren zweistöckig, wie das Lager überhaupt übernommen wurde. Ja. Dann wurden die anderen Blöcke gebaut. Ob sie nun gleich hochgebaut wurden, weiß ich nicht. Ich weiß bestimmt, dass alle einstöckigen alten Blöcke später aufgestockt wurden. Die alten einstöckigen wurden aufgestockt. Ob die neuen gleich zweistöckig gebaut wurden, zu dem man Erkenntnis, weiß ich nicht mehr. Dann weiter. Wissen Sie, ob diese neuen Blocks gegenüber vom Appellplatz, waren insgesamt 8 Blocks, ob die ganz unterkellert wurden oder nur teilweise unterkellert wurden? Können Sie uns darüber etwas sagen? Das wissen Sie nicht. Nein. Dann etwas ganz... Ich meine, die waren alle unterkellert. Sie meinen, die waren alle unterkellert? Ja. Kann ich nicht mit Bestimmtheit von dem Block sagen. 13 wissen Sie es ja, dass er unterkellert war. Es war ja ein alter Block. Ja, ja. Jetzt ganz was anderes. Sie haben sich 1944 auf einmal sehr darum bemüht, von Auschwitz wegzukommen. Ja. Stimmt doch. Ja. Und Sie waren ja nun 1939 in Polen schon recht hart verwundet worden. Ja. Und in Polen wurde ja noch wenig dagegen geschossen. Ja. Und Sie wussten, dass 1944 ein bisschen mehr dagegen geschossen wurde. Was war denn nun für Sie innerlich dieses... Bestreben, um jeden Preis von Auschwitz wegzukommen. Haben sich da Dinge angebahnt, die noch schrecklicher waren als vorher? Oder ist man auch an Sie herangetreten mit Dingen, denen Sie sonst nicht hätten ausweichen Nein, können? Nein, es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. In welcher Art? In Einzelgrausamkeiten im Lager? Sie haben uns ja heute erzählt, dass Sie noch auf weiche Welle, wie Sie es ausdrückten, ausgetrimmt wie ich worden. Hinkam. Wie Sie hinkamen. Ja. Oder meinen Sie immer schlimmer mit der skrupellosen und anonymen Massenvernichtung? Es sind ja zwei Dinge. Das eine ist die persönliche Brutalität im Einzelnen gegenüber, das andere ist die anonyme Massenvernichtung. Mhm. Oder wurde es in beiden immer schlimmer? Stellen Sie sich vor, wenn Sie das dauernd und täglich mit ansehen, wenn die Kommandos rauslaufen, Sie schleppen sich raus, Sie kommen abends mit Toten auf der Bahre wieder, Sie stehen vorne vorm Tor, sehen die Kommandos dort vorbeiziehen. Das kann nicht jeder auf die Dauer ertragen. Das ist zu viel. Und verhindern konnten Sie nichts? Was wollen Sie daran verhindern? War die Verpflegung immer weniger geworden? Verpflegung wurde schlechter. Oder haben Sie sich gegenseitig aufgefressen? Davon weiß ich zwar nichts. Ja, ich meine, dass einer dem anderen das Essen weggenommen hat. Ja, das ist sogar der Fall. Dass einer den anderen bestohlen hat aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus. Das Brot weggenommen? Ja. Nachts heimlich? Ja. Ja, nachts hatten Sie nichts mehr. Hatten Sie nichts mehr? Überhaupt, ja, wo er das Boot des anderen erwischen konnte, wurde es gestohlen. Und die Häftlinge unter sich waren selbst, es nahm jeder das, was er kriegen konnte. Wenn der andere sein Boot hinlegte, war es weg.
Ja, auf der anderen Seite, Sie waren ja nur im Arbeitsdienst. Es wurden doch Leistungen verlangt, Arbeitsleistungen verlangt. Ja. Ging denn das überhaupt noch? Das ging nicht. Und was sagen sagten Ihre Vorgesetzten? Sie waren ja doch so die Mittelstufe, waren Sie als... Ja, die konnten auch nichts antun. Denn es wurde ein Satz von oben, ich weiß nicht von wem, der bestimmt wurde, es wurde so und so viel an Verpflegung ausgeschüttet. So groß ist die Besatzung des Lagers und so viel wurde ausgeschüttet. So und so viel Geld ist da, wofür eingekauft werden musste. Und damit war das erschöpft. Ob jetzt Lagerführer oder Kommandanten irgendwo vorstellig geworden sind, haben gesagt, wir müssen mehr Geld haben, damit wir mehr Verpflegung anschaffen können. Das kann ich nicht sagen. Also jedenfalls, vor Ihren Augen wurde es immer schlimmer. Ja. Und da war für Sie die Parole... Die bekamen ja nur ein Stück Trockenbrot und ab und zu mal ein Stückchen Margarine oder ein Stückchen Wasserwurst. Die Gefangenen? Ja. Und da war für Sie die Parole... Ja. Ich konnte das nicht mehr mit ansehen. Und das war der einzigste Weg. Und wie haben Sie sich gemeldet? Zum Rapport gemeldet? Beim Kommandeur? Das konnte man schriftlich einreichen über den Schutzhaftlagerführer. Das konnte man? Ja. Das war bekannt? Ja. Ich bin auch mit einem zusammen weggegangen, der sich später leider das Leben genommen hat. Wir beide sind zusammen weg. Zusammen weg. Ja. An sich war aber, das sagt, deuten Sie vorhin an, für jemanden, der wieder KV geworden war, durchaus die Möglichkeit, dass er sich zu seiner alten Feldtruppe zurückmeldete. Es wurde, war ja nachher so, es kam dann doch dieser General Unruh, ja, der allen bekannt ist. Der General ZBV, ja. Jawohl, der alles KV machte. Ja, kam der denn bei Ihnen auch? Nein, der war nicht bei uns. Da wurde auf GVH und so weiter dann kein Wert mehr. Ich war bis zum Schluss, ich bin niemals KV geschrieben. Sie waren immer GVH oder waren Sie GVH? GVH. Aber das hieß ja nachher, GVH hieß es ja nur am Anfang. Später hieß es Dienstverwendungsfähige Heimat oder. Das wurde von GVH wurde nachher irgendwie umgeändert. Aber wenn Sie früher etwa, sagen wir im Jahr 43, da war es noch schlechter. Wenn Sie 1943 zum Beispiel KV geschrieben worden wären, ja, wäre dann irgendein Hindernis gewesen, dass Sie wieder zu Ihrer alten Truppe zurückgewollt hätten? Nein. Hätten Sie ohne weiteres gekonnt? Ja. Und haben Ihre Kameraden, die auch so wie Sie von der Feldtruppe da reingeschneit waren, über den Ersatztruppenteil, haben die davon Gebrauch gemacht? Selbst, das weiß ich nicht, es sind viele, auch Kameraden meiner alten Einheit, ja, die ich dort wieder getroffen habe, die sind versetzt worden. Sind wieder zur Truppe zurückgekehrt. Also blieben da nicht jahrelang da? Nein. Dankeschön. Es blieb dieser oder jener hängen und der andere wurde wieder versetzt. Ja, aber im Augenblick, wo er KV war, hatte er Möglichkeiten, wieder wegzukommen. Es waren Leute sogar dabei, die KV, die nicht so mal so schwer verwundet waren, dorthin kamen und dann nach einem Zeitpunkt wurden die wieder abgerufen. Wurden sie wieder abgerufen, kamen wieder weg. Ja, danke. Es waren mehrere. Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie sagten, Sie hätten sich beim ersten Mal einen schweren Verweis geholt, als Sie sich weggemeldet hätten? Ja. Können Sie das bitte näher erörtern? Und zwar habe ich den Hauptsturmführer Aumeier dort mal drum gebeten, er möchte mich dazu melden, dass ich wegkomme. Und hat er mich auf Deutsch gesagt, jeder kennt den Ausdruck. Ja, war das nur ein Verweis, der ins Strafbuch reinkam? Angesaut. Ja, jawohl, ja. So, danke. Ist keine Frage mehr zu stellen, keine Erklärung mehr abzugeben, Herr Zeuge. Werden bezüglich der Beeidigung Anträge gestellt, Herr Staatsanwalt? Ja, ich beantrage die Beeidigung des Zeugen. Bestehen Bedenken wegen der Beeidigung des Zeugen auf Seiten der Verteidigung? Ich beantrage ebenfalls die Beeidigung des Zeugen. Wollen wir mal drüber sprechen? Das Gericht will kurz darüber beraten und angeordnet, es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, der Zeuge habe sich an Taten, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, im Sinn des § 60 Ziffer 3 Strafprozessordnung beteiligt. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Dann haben Sie den Eid zu leisten. Ich spreche Ihnen zunächst den Eid vor. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen
die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Ich danke schön. Gegen die Entlassung des Zeugen wird nichts eingewandt.